Erstmals seit 10 Jahren ist Österreich bei den bevorstehenden Leichtathletik-Weltmeisterschaften mit einem Mittelstreckenläufer vertreten. Der Burgenländer Rafael Palitsch feiert in Budapest sein Debüt bei einer Freiluft-Weltmeisterschaft und zwar im Alter von 33 Jahren. Von Verletzungen getrübt hat Rafael Palitsch einst seiner Karriere beendet. Heute strahlt er mehr als je zuvor. Erst Ende Juni verbessert der Staatsmeister über 1500 Meter seinen persönlichen Rekord. Ausgerechnet in Budapest, wo Palitsch nun bei der WM sogar das Semifinale anpeilt. Ich muss dort in der Lage sein, Bestzeit zu laufen, die Bestform abzurufen. Ich bin da sehr zuversichtlich, ich freue mich auch sehr, sehr auf die WM und in der Verbindung zwischen dem, dass ich mich darauf freue und dass ich zurzeit in der Topform bin, kann es passieren. Die ersten 6 pro Lauf kommen weiter, wir werden sehen. 2012 verpasst Palitsch die Olympia-Qualifikation über 800 Meter nur knapp. Danach zwingt ihn eine hartnäckige Fußverletzung zum Rücktritt. Der Burgenländer schlägt zwischenzeitlich eine andere Laufbahn ein. Ich habe dann relativ zügig das Studium beendet und war jetzt an einem Wiener Gymnasium als Lehrer 6-7 Jahre tätig und habe nebenbei auch auf der Uni Lehraufträge angenommen und als Trainer gearbeitet. Und ja, habe dann eigentlich gemerkt, dass ich wieder Feuer fange für das Ganze, habe mich wieder fit gemacht und vor 3-4 Jahren ist der Entschluss gekommen zu sagen, ich will das nochmal wirklich 100%ig angehen. Als erster Burgenländer geht Palitsch bei einer Freiluft-Leichtathletik-WM an den Start. Ein wichtiges Etappenziel, um sich kommendes Jahr dann doch noch den Traum von einer Olympiateilnahme zu erfüllen.